Okay, dann muss ich jetzt halt die Katze aus dem Sack lassen. Also. Er ist für seine Handlungen nicht allein verantwortlich, weil er von einer höheren Macht gesteuert wird. Ah, die Voodoo-Puppenverteidigung. Zuletzt bei The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben uns endlich in den Raum des Orakels begeben und ein wenig mit dem Orakel gesprochen, welches sich ständig hat ablenken lassen. Und ja, das hat uns dann ja im Prinzip offenbart, dass wir uns mit den anderen zusammentun sollten, weil es sonst wohl sehr wahrscheinlich ist, dass wir bei der ganzen Aktion, die wir noch so vorhaben, bei den ganzen Aktionen, dass wir da vielleicht draufgehen könnten. Und deswegen würde ich sagen, machen wir erst einfach mal weiter. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Ja, ich weiß nicht, hat es noch was zu sagen, das Orakel? Vielleicht kannst du mir noch mal helfen. Psst, ist grad spannend. Also nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt, weil ich ja jetzt längere Pause drin hatte, vergessen, was er gemeint hat, aber... Ach stimmt, wir müssen ja ihn hier irgendwie retten und dafür brauchen wir den Schlüssel. Ach so, wir müssen seine Verteidigerin sein. Ich brauche den Schlüssel, wenn ich das Vieh und den anderen befreien will. Aber ihn mir einfach zu schnappen und auf das Beste zu hoffen, ist vermutlich wirklich keine gute Strategie. Der Kopf der Medusa ist gefährlich. Da hat das Orakel schon recht. Stimmt, das hatte uns ja Wörter gesagt, die wir sagen sollen und dann wird sich der Rest von selber regeln. Stimmt, da war was. Ich erinnere mich. Entschuldigung, Herr Richter? Ja? Jedem Angeklagten steht ein Anwalt zu, oder nicht? Ich werde die Anwältin der beiden sein. Tatsächlich? Wieso nicht? Als Richter ist mir in einem fairen Prozess gelegen. Niemand soll sagen, ich hätte die beiden zu Unrecht zum Tode verurteilt. Ich weiß nicht, ob ich von der vertreten werden will. Klappe! Die Angeklagten reden nur, wenn ihre Anwältin es ihnen sagt. Nun, was hast du zur Verteidigung der beiden vorzubringen? Erwiesener Schwachsinn, euer Ehren. Ja, das mit der höheren Macht war es, glaube ich. Aber ich sag jetzt erstmal die anderen Sachen. Einfach nur der Interesse halber, ne? Erwiesener Schwachsinn, euer Ehren. Er ist nicht zurechnungsfähig. Hey! Er hat versucht, mich zu bestehlen. Das liegt in der Tat nah am Wahnsinn. Und sein Intelligenzquotient liegt irgendwo zwischen Leuchtqualle und Höhlentroll. Ich bin nicht schwachsinnig. Er hat die Mary gestohlen und ist damit weggeflogen, ohne Ahnung von Luftschifffahrt zu haben. Und ist er nicht prompt in den Nordlanden abgestürzt? Ich habe nicht... Das ist ein Fest für euch beide, oder? Das Gericht erkennt an, dass er ein Idiot ist. Aber das reicht nicht für Strafverschonung. In Ordnung. Aber ich möchte, dass Idiot in den Akten vermerkt wird. Stattgegeben. Was hast du noch vorzubringen? Ah, da hat sich schon gelohnt. Da musste sogar das Vieh lachen. Die ihm vorgeworfenen Taten sind schwerwiegend. Aber so, wie man einem Troll nicht vorwerfen kann, unverschämt zu sein und streng zu riechen, kann man Nate nicht vorwerfen, sich verwerflich zu verhalten. Und streng zu riechen. Hey! Er hat einfach einen durch und durch schlechten Charakter. Kannst du Beispiele bringen? Für das verwerfliche Verhalten. Das Müffeln ist offensichtlich. Nun, zum Beispiel machte er einer jungen Dame Avancen und Hoffnungen auf ein gemeinsames Leben, um sie dann wortlos zu verlassen. Ivo... Mitten in der Nacht. Sicherlich nicht sehr fein. Aber zu seiner Verteidigung, er ist ein Pirat. Was kannst du sonst noch anführen? Okay, dann muss ich jetzt halt die Katze aus dem Sack lassen. Also... Er ist für seine Handlungen nicht allein verantwortlich, weil er von einer höheren Macht gesteuert wird. Ah, die Voodoo-Puppenverteidigung. Nein, es gibt eine höhere Macht, die ihn, uns alle, kontrolliert, glaube ich. Ja? Ja, achtet auf den Wasserkrug. Das war der Wind. Nein, das war die höhere Macht.
Wenn es eine höhere Macht gibt, dann soll sie diese Kokosnuss vom Baum holen. Ich habe die Macht. Das ist doch unmöglich. In der Tat. Du, dreh dich um. Deine höhere Macht soll dir verraten, wie viele Finger ich in die Luft halte. Drei. Es sind drei Finger. Das ist Hexerei. Jemand beobachtet uns. Sie wollen uns kontrollieren. Und sie wollen mich um den Verstand bringen. Aber ihr kriegt mich nicht. Das war spitze. Wie hast du das angestellt? Ich weiß nicht. Du meinst, es gibt wirklich eine höhere Macht, die hier alles kontrolliert? Das kann nicht sein. Oh, höhere Macht, wenn es dich wirklich gibt, lass ein grünes Einhorn erscheinen. Siehst du, alles nur Einbildung. Also schön. Befrei mich. Grünes Einhorn. Schade. Aber schön, wie die vierte Wand durchbrochen wurde. Sehr, sehr schön. Okay, aber erstes Vieh. Das Vieh braucht meine Hilfe nicht, um aus dem Ding rauszukommen. Es steht nur aus solidarischen Gründen dort. Ah, Manu. Komm, Vieh, wir gehen. Wie wäre es mit einem Dankeschön? Ich hab dich nicht darum gebeten. Und wir wären auch herrlich alleine zurechtgekommen, oder, Kumpel? Siehst du? Okay. Ich hätte dich einfach an diesem Balken verrotten lassen können. Ach ja? Ich hätte das nicht gekonnt. Aber ich bin es ja auch nicht gewohnt, meine Freunde zu hintergehen. Ich habe niemanden hintergangen. Fee, sag dieser Person, dass der Beweis ihrer Untreue mehr als sichtbar ist. Fee, sag dieser Piratenimitation, dass ich ihm nicht untreu war. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte ihm gar nicht untreu sein können. Er hat mich verlassen. 1-0 für Fee. Sag ihr, dass ich mir das nicht länger anhören werde. Nate. Armes Fee. Es geht um den Erzmagier und um Wilbur. Was ist mit denen? Der Erzmagier wurde verflucht und Wilbur wird wegen Mordes gesucht. Das ist doch Blödsinn. Der kleine Kerl tut keiner Fliege was. Wir müssen ihnen helfen. Ich kann nicht. Ich kann dich im Elfenhain absetzen, wenn du willst. Das ist ein Anfang. Der Lebensfunke ist dort bei meinem Vater. Ja, was auch immer. Bist du sicher, dass du den Elfenhain finden wirst? Also schön. Irgendjemand muss hoch zu meinem Vater und ihn um einen Lebensfunken bitten. Anschließend müssen wir Lorem Ipsum aufspüren. Hallo? Ich werde nicht helfen. Das ist dein Problem. Ich bin auch nicht begeistert davon. Aber das Orakel meinte, ich brauche Freunde, um die vor mir liegenden Aufgaben zu bewältigen. Dann würde ich vorschlagen, du suchst dir welche. Leb wohl. Aber ihr müsst mir helfen. Ich kann Mutter unmöglich so gegenübertreten. Die Götter wissen, was sie mit mir tun würde. Zu Recht. Ach ja? Dann sag ihm doch persönlich, dass du ihn im Stich lässt. Dem Frosch? Das ist der Erzmagier. Hast du mir überhaupt zugehört? Und was ist mit Wilbur? Tut mir leid. Es geht nicht. Ach, Vieh. Komm schon. Schau doch, was sie getan hat. Vieh.
Rutsch, Kutsch, Levo. Vieh! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt. Und das ist auch gut so. Meine Mutter darf mich auf keinen Fall so sehen. Wie sehen? Ich wurde über deine Ankunft informiert, Ivo. Oh, hallo Mutter. Ich habe mir Sorgen gemacht, Kind. Tja, tut mir leid. Vielleicht solltest du dich hinlegen und wir sprechen morgen über alles. Was ist mit dir? Warum drehst du dich nicht um? Ich genieße es nur wieder, zu Hause zu sein. Ich habe die Aussicht vermisst. Warum bist du diesem Menschen dann überhaupt hinterhergelaufen? Ich habe ihm gesagt, er soll sich von dir fernhalten. Danke. Du hast... Was? Was? Hast du... Also, ich kann das erklären. Nicht nötig. Rutsch, Kutsch, Levo. Was hat die das Vieh jetzt irgendwie angekettet oder was war das? Das hat gerade so Au gemacht. Aber ich hab auch... helfen. Wie käme ich dazu? Taucht einfach auf und was zum Teufel dauert da so lange? Vieh, komm schon, wir wollen los. Ich habe auch das Gefühl, dass sie mit ihrem komischen Zauber da schon gecheckt hat, dass sie nicht auf einem natürlichen Wege schwanger geworden ist, ne? Ivos Hippogreif macht keinen allzu glücklichen Eindruck. Vielleicht vermisst sie ihre Reiterin. Oder sie hat Hunger. Oder alles zusammen. Geh doch rüber in den Garten. Da gibt es Pflanzen und Früchte, falls du hungrig bist. Keine Lust auf Grünzeug, was? Geh doch rüber in den... Keine Lust auf... Nein. Als ich das Ding das letzte Mal benutzt habe, habe ich damit eine Kopfgeldjägerin vom Himmel gepustet. Trotzdem gehen Vieh und ich lieber jedem Kampf aus dem Weg und verlassen uns auf unsere Köpfchen und unser gutes Aussehen. Betrachte das Steuerrad. Nicht ohne das Vieh. Sobald ich das Vieh geholt habe, bin ich weg hier. Vielleicht fliegen wir nach... Oder... Egal. Wir sind frei. Wir können hinfliegen, wo immer wir wollen. Ich sag ja nicht ohne das Vieh. Sobald ich das Vieh... Vielleicht... Als die Mary noch dem roten Piraten gehörte, hat er mit ihr nicht nur Vergnügungsfahrten unternommen. Ab und zu wurde auch gearbeitet, wie dieser Käfig für flüchtende Feinde und unvorsichtige Adlige beweist. Eines meiner Ziele im Leben ist es, nicht noch einmal als Gefangener in meinem eigenen Käfig zu hocken. Ja, da war ja was im ersten Teil. Nach unserem Sieg gegen Mortroga wollten einige Gnomen-Ingenieure aus Dankbarkeit die Mary tunen. Aber die Mary mag keine technischen Spielereien und ich bin auch so zufrieden mit ihr. Als ich die Mary gerade neu hatte, verstand ich rein gar nichts von ihrer Technik. Heute verstehe ich mindestens doppelt so viel. 0 mal 2 sind 0. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch zur Verdopplung deines Wissens. Na gut, Die Mary hat versucht, mir einige Knoten beizubringen. Ich glaube, es hat ihr gefallen, ihr Wissen an mich weiterzugeben. Als nächstes will sie versuchen, Schweinen das Fliegen beizubringen, hat sie gesagt. Ja, dein IQ ist nicht der höchste, oder? Schön. Vieh, was hast du denn schon wieder angestellt? Ivo. Ivos Mutter? Oh. Komm, holen wir dich erst einmal da raus. Schon gut. Das ist verfluchte Elfenmagie. Ja, ich werde Hilfe holen. Warte hier. Bei jemandem, der gefesselt ist, gefangen ist, zu dem sagen, ja, warte hier, alles klar. Verfluchte Elfenmagie. Hey, Vieh, kannst du da nicht irgendwie rausschlüpfen? Du kannst dich doch sonst überall durchquetschen. Die Stacheln, verstehe. Ach, das muss doch irgendwie gehen. Oh.
Schon gut, schon gut. War nur ein Versuch. Verfluchte Elfenmagie. Hey, Fee. Okay. Dann schauen wir halt mal. Bibliothek, den Teich will ich mal betrachten. Wir haben Tage darauf gewartet, bis Ivos Mutter endlich den Palast verlassen hat. Dann hieß es Badespaß voraus. Fee und ich haben Arschbomben vom Balkon gemacht. Ivo war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen Empörung und Lachanfällen. Leute sagen, das Wasser hätte heilende Wirkung. Vielleicht sollte ich ein, zwei Fass davon mitnehmen und verkaufen. Wir haben Tage darauf gewartet, dann Vieh und... Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Kann ich da rüber zu dem Typi? Der ist nicht da, hm? Ich habe mich nie viel für Pflanzen interessiert, aber in diesem Garten gibt es Dinge, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Diese zwei Pflanzen da zum Beispiel. Es sieht aus, als würden sie einander würgen. Würgen. Okay. Das Vieh hat eines Nachts einen Angriff auf dieses Bienennest gestartet. Es behauptet bis heute, es sei der süßeste Triumph seines Lebens gewesen. Es hat 3 Tage gedauert, bis die Bienenstiche so weit abgeklungen waren, dass es wieder normal in einem Bett liegen konnte. Naja, aber laut seiner Aussage hat es sich wohl gelohnt, hm? Kann ich auch die ganzen Sachen mit ihm betrachten, ist das schön. In meiner Zeit hier im Elfenhain habe ich lange Abende hier in der Bibliothek gesessen und ein gutes Buch genossen. Na, nur Spaß. Das Vieh behauptet, Olli nicht zu kennen. Dabei ist die familiäre Ähnlichkeit nicht zu leugnen. Ich hatte bisher nur einmal mit einem Drachen zu tun. Die Gute war vielleicht nicht ganz dicht, aber harmlos. Olli war früher Buchmacher, hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Ivo meinte, ich würde mir das alles nur ausdenken. Ich habe nie verstanden, warum es in Ordnung sein soll, Drachen die Köpfe abzuschlagen. Drachen sind vernunftbegabte Wesen, kein schöner Brauch. Ja, das hat der Drache, von dem du vorher erzählt hast, der vom ersten Teil, der hat es gut bewiesen. Ja, die Drachin. In meiner Zeit hier... Na. Die Schwerter, natürlich. Laut Ivo sind das die Schwerter einiger derjenigen, die versucht haben, das Waldlandreich zu erobern. Heutzutage weiß jeder, dass man sich mit den Elfen hier besser nicht anlegt. Ja, das... Hier, der olle Steve war nämlich auch mit dabei. Oder hieß der Steve? Doch, ich meine, der müsste Steve geheißen haben. Die Blüte noch und dann, ja. Wegen so einer Blüte wurde ich beinahe einmal verhaftet. Ich wusste nicht, warum sie fast überall verboten sind, bis ich zum ersten Mal gehört habe, wie jemand darauf gespielt hat. Okay. Nee, aber dann würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.